Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit Virgin Adventures und wir sind mit dem Thunderbolt unterwegs in RB-Gefecht auf Fields of Normandy. Schauen wir mal, was wir so mit dem Thunderbolt alles reißen können. 157 mm Durchschlagsleistung ist ja schon mal nicht schlecht. MK8 Munition 171 mm, 168 mm auf 100 Meter. Bin ich schon ewig nicht mehr gefahren. Wir werden uns oben halten. Erste Mal, dass ich die Ducati spiele auf der anderen Spawn-Seite. Unsere Leute sind schon bei C. Boah, ist der langsam. Ich bin gar nicht mehr so langsam in Erinnerung. Kein Gebiet wurde von verbündeten Truppen eingenommen. Wir brauchen Artillerieunterstützung. Verstanden. Bestätige Koordinaten. Ich hab die Jahre schon ganz gut platziert. Vielleicht ein bisschen zu weit. Verbündete Truppen haben ein Gebiet eingenommen. Stimme zu! Schon der Gegner. Eine Menge sogar, wie es scheint. Tiger. Das geschieht ihm recht. Jetzt verpisst. Blaue oder das ist gefährlich. Wo ist der? Zack, tritt. Tritt, Feuer. Zack, Feuer. Zack, zerstört. Nice. Komm schneller. Wir haben mich getroffen. Der prallt ab. Ich stehe gut gewinkelt. Nice. So, upsi. Das war's für uns. Komm, roll runter. Mist, statt auf den schießen. Abgeprallt. Sterbe jetzt sowieso. Kann ich weg, okay. Ach, schade. Erste Runde. Stehe aber auch tierisch beschissen da oben. War klar, dass ich das nicht lange durchschalte. Aber zwei Abschüsse, gar nicht mal so schlecht. Oh, ein bisschen Krach von oben.
Feindliche Truppen haben ein Gebiet eingenommen. Feindliche Truppen haben ein Gebiet eingenommen. Schauen wir mal, was wir mit dem Havok so alles richtig ausrichten können. Ich mag den Havok, das ist ein echt geiles Flugzeug. Hier war, glaube ich, irgendwas. Hier sind welche. Punkt A angreifen. Punkt B angreifen. Punkt C angreifen. Wir haben leider nicht getroffen. Punkt C angreifen. Abschusshilfe. Punkt A angreifen. Punkt B angreifen. Verpieselt. Dann müssen wir mal zurück zum Flughafen. Ist da hinten. Scheiß Flughafen. Da vorne ist er. Auweia. Sieht gar nicht gut aus für uns. Ich hoffe, der. Oh, der kommt. Komm, Heckschütze. Scheißwinkel. Augen auf den ausgewiesenen Sektor. Na, super, ey. Kommt der gib es doch nicht, ey. Da kommt der da hinterher gefahren, wa? Geflogen. Mies, wa? Würde mich nicht wundern, wenn ihr gleich ein paar Spawnkiller ankommt. Der Feind geliegt.
heute gar nichts heute. Okay, der M18 ist bei C, das ist gut. Feindliche Truppen haben ein Gebiet eingenommen. Hier ist einer draufgefahren. Scheiße, den habe ich zu spät gesehen. Ah, guck mal, drei Panzer fahren nach. Ah, so ein Mist. Wir haben eine Niederlage erlitten. Ja, kann ich immer gewinnen. Ich fand, war trotzdem eine coole Runde. Machen wir noch eine. Hallo? Das ist so eine Kacke hier, ne? Warum geht das nicht? Ah, jetzt. Jetzt. PlayStation 4 und Server von Gaijin. Totale Katastrophe. Die haben so Verständigungsprobleme. Das dauert alles immer eine Ewigkeit, wa? Sind dritter Platz. Na, 22.000 Silverlines. Bin ein bisschen enttäuscht über die 3.552 Fahrzeugforschungspunkte. 220%. Ich habe zwei Panzer zerstört damit. Naja. Machen wir noch eins. Bis gleich. Ich füge zwischen 1 und 2, wollte ich nur kurz anmerken, noch ein kleines Ausschnitt hinzu von dem Gefecht. Was ich eigentlich gar nicht mal so schlecht fand. Da habe ich mit dem hier einen Abschuss gemacht. Von einem Spawn-Killer. Ein deutscher Panzer, der auf dem Weg war zu unserem Spawn. Der konnte nur in eine Richtung fahren. Das war, ich bin gerade gespawnt und so, aber ich will nicht spoilern. Seht selber, ich füge das hier noch an. Und dann geht die zweite Schlacht weiter. Viel Spaß.
Deckung auf die Karte. Brauche Deckung! Augen auf die Karte! Deckung geben! Außen auf die Karte! Hallo? Scheiß Spawnkiller! Hammerhart, wa? Immer diese Arschlöcher, ey. Sorry, aber ist so, wa? Unverständliches Gameplay für mich. Das ist unser nächstes Opfer. Scheiße, schon von hinten. Der sieht mich aber. Ah, oh, MLG. Hallo. Mit dem bin ich gerade im Gefecht gewesen. Abschusshilfe. Schön. Aber nicht für den Panzer, der da gerade stand. Das war ein 6-0er. Der Ding kaputt gemacht. Scheiße. Naja. Da. Das ist kein Premium-Panzer, das ist einer, den man gewinnen kann. So, da sind wir wieder zur zweiten Runde und wieder geht's mit dem Thunderbolt ins Gefecht. Diesmal in Polen. Ja, wir waren natürlich da. Habt ihr gesehen, die ganzen Roten, die aufgeblinkt sind? Keine Ahnung, was das soll, wa? Nur irgendwelche Bugs oder verkehrte Anzeigen, oder? Hier, da auch. Da ist nix. Naja. Oh, hat er gesehen? Wo ist der? Irgendwo verkrochen. Wo ist der? Der wäre beinahe, der hätte sich beinahe überschlagen, wa? Ich glaube, ich habe ihn. Egal.
da aber cool aus. Einer. Was ist das denn? Kannst du mir nicht erzählen, dass das jetzt ein Dings gewesen ist? Das war doch ein Teammate, der auf mich geschossen hat jetzt schon wieder. Da. Zack, nice. Da, ganz viele. Ah, PT-76. Ey, was machen die jetzt schon hier alle? Wo sind meine Leute? Da müssen doch überall Panzer stehen, die die Front abdecken, wa? Da kommt da so ein Kack PT-76 und schießt einen weg, ey. Bäh. Mal sehen, ob ich ihn mit meiner Flak erwische. Abschusshilfe. Nice, nice. M15. Jetzt schon mal nochmal ein M15. Ah, hallo. Da habe ich dich ja, mein Freund. Kennst du mich noch? Fresher. Oh. Der Onox. Hm. Panzer J. Schöner Schuss. Sherman. Ja. Holy. Ah, guck mal da, guck mal da. Ein BT-7. Spawn-Killing machen oder was? Kleiner Wichser. Oh, da sind aber jede Menge Panzer. Zack, Crit. Kraftstofftank. Treffer Gleiskette.
Treffer. Scheiße, was soll da? Mann, ey. Ärgerlich, ey. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Den hätte ich gerne auch mitgenommen. Na, da kümmern sich jetzt welche drum. Meistens verstehen die das, was ich schreibe, zum Glück. Ah, der guckt schon. Ja, kein Scheiß, was ich da schreibe. Ihr habt ja selber gesehen, dass da ein BT-7 gefahren ist und ein T-34 stand. Schade, dass ich keine Punkte mehr ab. Schauen wir mal, ob wir jemanden sehen können. So ein geiles Flugzeug. Ah, guck. Der hat den gefunden, der Spa. Jetzt schon am Reparieren. Ach du Scheiße. Ist er eingeschlafen, oder was? Den hab ich auch, schönes Flugzeug. Ich hab den Premium davon, was auch sonst. Mm.
immer noch gewinnen. Oh, Nox. Ja. Und da geht der Flieger down. Schön. Schön gemacht. Der fährt jetzt bestimmt Captain. Wir wünschen diese Situation auch machen, vor allem mit dem N18. Sehr geiler Panzer, M18. Wo ich ihn hatte, habe ich damit super geile Gefechte gemacht. Jede Menge Abschüsse. Richtig cool. Und dann habe ich angefangen, Videos zu machen. Wollte den immer Let's Playen und so. Und das hat nie geklappt. Was macht der? Ah, der fährt den. Ah, das ist cool. Der Churchill ist in Bedrängnis und der fährt jetzt. Was macht der? Hä? Boah, hilft er den Churchill nicht? Ah, er fährt zum Cap. Okay. Alles gut. Da hinten ist einer. Ah, ne, der. Schöner Schuss. Ist jetzt kaputt. Ne, da vorne steht er. Oh, von hinten aufpassen. Ah, Mist. Hat den Sherman oben rausgenommen. War ja klar, dass der nicht ewig oben rumcampen kann, ohne dass den einer packt. Junge, du fährst ein bisschen scheiße. Der kriegt dich so. Ja, war klar. Ah, die wissen schon, was ich meine. Da ist er doch. Da seht ihr ihn. Der kommt die Straße hoch.
auf können die einsteigen, ey. Da oben irgendwo steht ein Panzer. Da, habt ihr gesehen? Der hat geschossen. Wartet. Ich habe ihn gerade gesehen. Ich wollte ihn warnen. Direkt da am Haus steht einer. Seht ihr das? Am See. Augen auf den ausgewiesenen Sektor. Ah, das ist verloren. Das ist, Will mir nicht etwas unternehmen, hat der Feind gesiegt. Schöner Schuss. Da hat die Sun nicht mit gerechnet, dass da noch ein Thunderbolt steht. Hat gedacht, ich frühstücke mal eben schön den M19 weg. Komm, jetzt kriegst du den. Der Bomber, der macht den größten Fehler überhaupt. Komm, rotz den weg. Treffer. Jawohl. Ich esse deinen Kopf einfach. Wer meint er damit? Wer lauert hier? Augen auf die Karte. Okay. Langsam müsste der Baum mal zu Ende gehen hier. Aber ich finde das sehr spannend, weil auch wenn ich jetzt selber nicht mehr dabei bin, ich hoffe für euch ist es auch spannend, wenn ihr sowas nicht mögt oder so, schreibt es mir gerne in die Kommentare, dann lasse ich sowas in Zukunft, kehre zum Hangar zurück oder mache halt ein neues Gefecht, aber ich finde halt manchmal, oh, da hat sie den Thunderbolt zerlegt, schade, schade. Ich finde es ein bisschen schade, dass der Churchill nichts macht, der bleibt hier immer noch stehen. Der könnte jetzt ganz schön umfahren, da langfahren, von hinten und den Panzer von hinten packen. Aber der bewegt sich nicht. Gleich kommt von der Ecke da einer und dann ist der Churchill weg. Naja. Oder so.
Offen sieht er, dass das zwei sind. Augen auf die ausgewiesenen Koordinaten. Nee, er sieht nicht. Nimmt die Flak nicht unter Beschuss. Ostwind ist gefährlich, das täuscht. Vor allem von der Seite, der eine fette Wumme war. Aber jetzt, wo ist der denn gespawnt? Scheiße. Wie gesagt, wenn ihr das nicht mögt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich lasse das dann, kehrt zum Hangar zurück. Macht da ein neues Gefecht oder so. Ja, aber ich finde sowas echt interessant. Vor allem ist spannend. Wir haben kaum noch Fahrzeuge. Wir haben noch zwei Fahrzeuge und der Gegner hat noch... Ja, kann gut sein. Der ist drinne. Der bekommt Punkte. Kann sein, der kriegt ja eigentlich nur Punkte, wenn der in der Nähe ist. Aber der hat drei Tode. Kann sein, dass der raus ist. Dann wird es 2 zu 2 stehen. Der guckt nur zu. Der 19 steht doch hier. Seht, könnt ihr das? Max Kollaps R2 in Brand gesetzt. Timfey M19. Timfey M19. Ah, der hat bestimmt ein Backup benutzt, wa? Ah, scheiße, der Cromwell ist kaputt. Scheiß ISO, wa? Dann noch der Ostwind und das Flugzeug. Alle drei sind noch drinne. Ah, wird gekappt. Ich denke mir, das war's. Da kam gerade ein Schuss rüber und die ISO hat geschossen. Das ist der letzte. Ich denke mal, wir belassen Timfey seine Würde und schauen uns jetzt nicht noch zu, wie er drauf geht. Wir lassen es dabei. Oh. Okay. Könnte doch noch interessant werden, aber leider zu spät. Fest nicht zu Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr belohnt es mit einem Daumen nach oben. Solltet ihr Fragen haben zum Spiel, Fragen zu den Panzern, könnt ihr es gerne in die Kommentare reinschreiben. Wenn ihr Let's Play-Wünsche habt, immer her damit. Ich probiere dann mein Bestmögliches, dann ein Video zustande zu bringen. Gehabt euch wohl. Bis dann. Viel Spaß im Spiel. Wir sehen uns. Bye, bye.